Seacrowds. Moin Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seacrowds Kanal, dem Portal rund um World of Warships und diesmal in einem besonderen Stil, im Interview-Style. Wir haben das große Vergnügen und freuen uns, dass Seacrowds mit zwei Mitgliedern an dem Trägertest teilnehmen kann. Und ich habe mir gedacht, wir machen hier mal was Besonderes und wollen euch Gameplay zeigen und den Piloten, der hier diese Gameplay hergestellt hat sozusagen, dann auch mal im Interview hier kurz vorstellen. Das soll nicht lang dauern, so 10 Minuten höchstens soll das Video hier dauern und er soll mal seine Eindrücke schildern, wie er denn den Test findet, was er gut findet, was er nicht so gut findet. Nebenbei haben wir hier die statistischen Daten der Flugzeuge, die aktuell im Test sind, zur Verfügung gestellt. Wir haben hier sein Einladungsschreiben, könnt ihr schon sehen. Wie gesagt, alles Work in Progress, kann sich jederzeit noch ändern und das wird bestimmt auch noch eine Menge passieren. Hallo Martin. Moin Andi. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, es wird sicherlich noch eine Menge passieren. Schilder mir doch erstmal, wie du eigentlich zu dem Test gekommen bist und wie das möglich ist. Vielleicht gibt es ja noch andere da draußen, die auch mal gerne teilnehmen wollen. Ja, also in dem Newsletter von Wargaming stand ja drin, okay Leute, wir wollen das CV-Play ein bisschen überarbeiten. Ja, und dann war da gleich so ein Button zum Teilnehmen. Und als jemand, der sehr oft auf dem Public-Test unterwegs ist, um das Spiel voranzubringen, da habe ich gesagt, da bin ich dabei. Da kann ich gut verstehen. Ich bin auch immer dabei. Es macht auch immer eine Menge Spaß, sich so schon mal Content anzugucken, was da in Zukunft so auf den Server kommt. Man hat so einen gewissen kleinen Mini-Wissensvorsprung, zumindest von der Intuität sozusagen, wie so eine Sache zu bedienen ist, wie man da rangeht. Ihr seht jetzt gerade rechts an der Seite nochmal das Einladungsschreiben, was man dann erhält, wenn man denn zugelassen wird sozusagen. So. Genau. Und das kam letzte Woche. Ach, geil. Ja, du hattest das auch gleich im Discord geschrieben. Juhu, ich bin dabei. Genau. Wie sind denn deine Eindrücke zum neuen Gameplay, was wir hier die ganze Zeit nebenbei sehen? Also ich finde es echt super. Dieses im Spiel drin sein, ja, das hatte man vorher halt nicht. Mit diesem RTS-Gameplay war man halt zwar in der Runde, aber man hatte halt nicht so die Connection zu seinem Team. Dadurch, dass man jetzt wirklich live drin ist, in der Staffel, man fliegt über seine Flotte, großartig. Einfach nur großartig. Ja, RTS-Gameplay für den Fall, dass der ein oder andere bei den Abkürzungen nicht so ganz sattelfest ist. RTS heißt Real-Time Strategy, also Echtzeitstrategie. So, jetzt machst du hier gerade deinen Anflug auf die Cleveland, glaube ich, und setzt deine Aale ins Wasser. Kann man gut sehen. Ist hier nochmal so ein bisschen verändert. Vorher gab es da immer so eine Maske, die so eingeblendet war. So ein Fächer, der da eingezeigt wurde mit idealer Abwurfwinkel und all dem ganzen Kram. Das konnte man in den ersten Testvideos noch sehen. In dem hier jetzt nicht mehr. Das liegt aber am Replay. Ja. Im Match Live ist es drin. Ah, okay. Dass du so ein Fächer hast. Und der wird, ich glaube, in dem Cleveland-Anflug ist es so, dass der Fächer sich schließt, weil der gerade just in dem Moment das defensive Flakfeuer aus hatte. Ja. Und da schließt sich der Fächer. Und sonst hat man das aber nicht, ja, weil die ganze Zeit irgendein Schiff immer Flugabwehr anhat. Dann hat man dieses V. Ja. Also man hat so ein klassisches V mit zwei Flugzeugen leider nur. Die gehen auch gerne dann vorbei. Okay. Was war denn der Test oder was ist denn das Ziel dieses Tests? Was ist denn deine Meinung, was sie jetzt hier gerade in dieser Version gerade testen? Du hattest jetzt gerade schon erwähnt, da defensive Flakfeuer und so eine Sachen. Geh mal bitte noch ein bisschen genauer darauf ein. Was haben sie jetzt hier konkret getestet oder was testen sie hier gerade konkret aus deiner Sicht? Also ich denke, dass sie gerade die Flugabwehrfähigkeiten von den Schiffen testen. Denn sowohl Gearing als auch Coveralls waren mit defensivem Flakfeuer ausgerüstet. Das erfährt man nur, wenn man die Schiffe selber fährt. Und dann gibt es ja immer dieses Voice-Over, wo der sagt, also bestimmte Geräusche, ja, für Radar, für Hydro, für defensives Flakfeuer. Und das hat das Schiff alles automatisch gemacht. Ja. Und wenn man mit einem Flugzeugträger unterwegs war, hat man auch gemerkt, alles klar, jetzt ist hier mehr Bewegung in der Luft. Ja. Ja, man sieht auch, wenn du hier auf Halbentfernung bist, dann kommen dir so viel Mumpeln entgegen, dass du da noch mit Fliegern durchkommst, ist ein Wunder. Genau. Und alles, was halt diese schwarzen Explosionswölkchen sind, ja, um die kann man halt schön drum rumfliegen. Das ist halt alles Langstreckenflugabwehr. Sobald man näher dran ist, kann man nichts mehr ausweichen. Also da kriegt man dann richtig, richtig auf die Hucke. Okay. Okay, also offensichtlich ist das jetzt hier so ein Flugabwehrtest. Vom Boden, also für euch als Kapitäne der möglichen Schiffe, die angegriffen werden, und für den Trägerkapitän, der dann angreifen darf, um das schon mal zu testen, ob das einigermaßen in Balance ist oder nicht. Also für mich sieht das jetzt sehr, sehr stark aus, wie die Flugabwehr hier schießt. Und daher, ich glaube nicht, dass das final ist, bei weitem nicht.
Ja, da ist noch eine Menge zu tun. Wir haben heute auch erst auf der Facebook-Seite einen Artikel veröffentlicht, wo drin steht, CV-Rework, Balance ist da noch zu tun. Also nehmt das bitte nicht so für bare Münze, was ihr jetzt hier seht. Das wird so nur ausschnittweise, ansatzweise kommen. Die sind alle auf dem Weg der Entwicklung und das dauert seine Zeit. Wir wollen ja auch ein vernünftiges Gameplay nachher auf dem Live-Server haben. Nächste Frage. Was ist denn aus deiner Sicht besonders gut gelungen bei diesem Träger-Rework? Also besonders gut gelungen ist halt die Immersion. Also du bist wirklich im Spiel drinnen. Du fühlst das auch, ja. Also vom Geräuschen her, von den Bewegungen der Flugabwehr, du hast die Schiffe unter dir, du bist wirklich live drin, ja. Nicht dieses, die früher war oder jetzt auch noch ist, mit dem Abstand, ja. Dass man nur die Map von oben hat und dann kann man da ein paar Ereignisse hin und her huschen und jetzt ist man live dabei. Das finde ich richtig gut. Mhm. Hast du noch weitere Punkte, die du richtig toll findest? Vielleicht von der Flugzeugsteuerung oder von der Zieleinrichtung? Also das Zielen soll, wir haben ja noch jemanden im Clan, der das schon testen konnte, schon eine Runde vorher. Ja. Und da wurde gesagt, dass die Steuerung nicht so gut war. Die Steuerung ist jetzt sehr präzise. Das Zielen ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist relativ einfach geworden. Ja. Man muss zwar immer noch vorausschauen, wo wird das Schiff sein, wenn die Raketen oder die Torpedos oder die Bomben einschlagen. Ja. Das muss man halt schon vorhalten halt. Genau. Und was würdest du dann am meisten verbessern wollen? Also was fehlte dir jetzt in diesem Test? Beziehungsweise was ist dein Eindruck vielleicht in einer grafischen Oberfläche oder keine Ahnung, von der Steuerung her oder wie auch immer. Was fehlt dir da am meisten? Was würdest du noch am meisten verbessern wollen? Zwei grundsätzliche Sachen. Jetzt hat man nur zwei Flugzeuge in einem Angriff. Ja, sie konnte man jetzt gerade gut sehen. Die waren jetzt gerade abgeschossen worden. Ja, das ist bei Raketen geht es vielleicht. Bei Bombern geht es vielleicht auch. Aber bei Torpedos und die defensiven Flakfeuer als Gegner kriegst halt höchstens ein Torpedo rein. Ja, du hast halt so einen schönen V-Fächer, der ist fort. Ja. Deswegen, also ich würde gerne wieder zu den drei Flugzeugen zurückkehren, wenn ich Wargaming wäre. Das fand ich ein bisschen geschmeidiger. Was ich auch nicht gut finde, weil ich generell sehr aggressiv spiele, man kann, wenn man mit seiner Staffel in der Luft ist, kann man nicht zum Carrier so einfach zurück. Also man muss den Angriff der Staffel abbrechen, dann gibt es die Taste F, dann ruft man die zurück und erst dann kann man wieder zum Carrier, um den zu steuern. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil wenn man mal dann doch am Feind dran ist und man wird angezündet oder man kriegt Wassereinbruch durch den Torpedotreffer, dann kann man halt nicht so ohne weiteres zum Reparieren gehen. Ja, man muss dann halt den Angriff mit den Flugzeugen abbrechen und dann kann man erst reparieren bei seinem Carrier. Okay. Jetzt sieht man hier gerade deine Fliegerstaffel auf eine andere Lexington anfliegen. Das haben sie auch überarbeitet, wenn ich mir dazu angucke. Die Flieger fallen ja hier runter, wie die fliegen. Ja, also ich denke mal, dass das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass dieses lästige Carrier-Snipen gleich zum Beginn der Runde wegfällt. Dass man halt eine anständige Plattform für Flugabwehr hat. Ja. Was natürlich dann auch das begünstigt, wenn man ein bisschen aggressiver spielt, also nicht auf der Grundlinie, sondern dass man ein bisschen weiter vorne ist, um halt einen Spot zum Beispiel mit Flugabwehr zu sichern. Mhm. Ich glaube, das könnte spaßig werden in der Zukunft. Ja, jetzt konnte man eben noch gerade sehen, so einen roten Kreis mit Flugzeug drin. Ich denke, das sind diese sogenannten Abfangjäger, Patrol Fighters. Da kann man es wieder sehen. Da ist so ein schwarzer Flieger auf rotem Grund sozusagen. Das sind, denke ich, die Jäger, die von gegnerischen Trägern da platziert werden können, um da einen bestimmten Bereich zu patrouillieren sozusagen. Genau. Und, die haben auch ganz schöne Durchschlagskraft. Bei dem Cleveland-Angriff konnte man sehen, dass deine vier Flugzeuge, die dann noch übrig waren, doch relativ schnell abgeschossen wurden. Also zumindest in diesem Test ist es aktuell. Ja. Der Stand. Also es gibt einige Flugzeuge, die haben als quasi als Perk, dass man Jägerstaffeln hinzurufen kann und die positioniert man und die bleiben auch da, bis sie zerstört werden. Und ich glaube, in einer Szene sieht man das auch, wie ich eine Torpedobomberstaffel abfange. Ja, also ich fliege mit meinem Bomber dahin, setze die Jäger ab und gehe dann meinem Geschäft nach. Mhm. Und der Gegner fliegt halt genau in die Jäger rein. Ah. Ja, das ist also auch eine direkte Strategie untereinander zwischen den Trägern, also in der dritten Dimension, in der Luft nämlich, wo man dann sozusagen gegeneinander sich, so wie so ein bisschen wie Schach, vielleicht mit ein paar weniger Figuren, dann das eben ausnutzen kann oder einsetzen kann. Genau.
Okay, man sieht jetzt hier unten auch dann noch so einige Verbrauchsmaterialien, hier den Propeller und das ist wahrscheinlich der Motorboost. Genau, das ist der einschätzen. Motorboost. Damit kann man quasi den Motorboost setzt man wieder auf 100% und ja. kann halt länger mit B beschleunigen, weil die Grundgeschwindigkeit ist halt nicht so sonderlich hoch und man kann dann halt auch boosten. Interessanterweise verbraucht man den Motorboost aber auch, wenn man bremst. Aha, okay. Naja, okay, dann das ist jetzt sozusagen ein Eindruck der zweiten Testphase. Das soll es von der Interviewgeschichte her schon auch gewesen sein. Es sei denn, du hattest noch was du unbedingt anbringen möchtest, was du den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest. Ich würde sagen, sucht euch den Newsletter raus und nehmt am Test teil und vielleicht habt ihr Glück und werdet mit ausgewählt, dann könnt ihr es selber erleben, wie schön Flugzeugträger Play sein kann. Genau. Ihr werdet auf jeden Fall hier in Zukunft auch weiter von uns informiert werden. Also wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Spieler, die mit auf dem Testserver sind. Wir werden euch auch über die dritte Testphase dann wieder berichten, was sich da vielleicht verändert hat. Vielleicht nicht ganz so ausführlich wie diesmal, also dass wir jetzt hier sind, weil wir 10 Minuten knapp. Dass wir dann halt nur noch das sagen, was sich verändert hat. Bei uns in der Flaschenpost erfahrt ihr sowieso immer alles Wesentliche, wenn ein neuer Test integriert wird. Und wir übersetzen natürlich für euch auch vom Development-Blog immer die Artikel vom Englischen in Deutsche, findet ihr bei uns auf der Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar Anreize, ein paar Informationen, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet und könnt damit jetzt schon mal umgehen, euch eure Meinung ein Stück weit bilden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns und hören uns im nächsten Video. Von meiner Seite war es das und ich denke, wir sagen jetzt noch Tschüss und wünschen euch einen schönen Resttag und sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Seekraus-Kanal wieder. Genau, und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer live dabei seid, wenn eine neue Flaschenpost kommt. Genau. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit und bis zum nächsten Interview, würde ich sagen. Ne? Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Seekrauts.